Komm her. Oh, den haben wir besser erwischt. Gut. Ja, gut. Und den auch noch. Alter Schwede. Oh, yeah. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ender Games. Ja, ich mache das heute ohne Facecam, weil ich einfach aussehe wie der größte Penner auf Erden. Und ja, Leute, ich konnte gestern kein Last Team Standing aufnehmen. Das ist der Grund, warum heute entweder ganz, ganz spät oder gar kein Last Team Standing kommt, weil ich nicht mehr heute so viel Zeit habe und... Oh, gute Sachen haben wir bekommen. Und what the fuck? Was sind hier viele Kisten, Alter? Was geht hier denn los? Und die vier Eisen auch noch. Alter, geile Scheiße. Ja. Auf jeden Fall waren gestern die Last Team Standing Server down. Deswegen konnte ich dann nichts aufnehmen, so die Stars. Boah, du, dieser Hurensohn. Nee, das hole ich mir jetzt. Boah, ich hasse solche Leute, ne? Das sind die größten Mistgeburten dieser Erde, ey. Ha. Jetzt habe ich noch ein Holz von ihm. Noch ein Holz bekommen. Ich weiß jetzt aber nicht warum. Lag. Was ist hier los? Warum laggt es hier so? Boah, zum Glück habe ich da jetzt nicht gecraftet. Alter, was ist hier los? Es laggt wie Scheiße. Okay, jetzt nicht mehr. So, einen Helm. Ja. Ein Helm finde ich ganz okay. Dann mache ich mir noch ein Brot. Mache ich das noch so und weg hier. Okay, wir sind eben das Kid Tracker. Dann ist noch ein Assassin hinter uns. Das heißt, er macht mehr Schaden von hinten. Wo ist der denn? Nee, jetzt haben wir hier da hinten noch einen Vampir. Na toll. Okay, den haben wir. Jetzt müssen wir ganz schnell was essen hier. Es leckt wie Scheiße. Warum? Jetzt plötzlich leckt es. Und vorhin hat es null geleckt. Verstehe ich jetzt einfach nicht. Warum? Warum ist das so? Pfeile, das ist schon mal gut. Pfeile sind nämlich immer gut. Der wird sterben. Ja! Alter, lol, ich habe ihn noch getroffen. Lol. Habt ihr das gesehen, Leute, wie episch das gerade war? Komm her, du kleine Bitch. Komm her. Oh, den haben wir besser erwischt. Gut. Ja, gut. Und den auch noch. Alter Schwede. Alter Schwede. Was geht hier ab? Und wir haben nichts zu essen, oder? War mal wieder sowas von klar. Müssen wir uns hier das Huhn holen. Alter. Was ist das hier für eine Runde, Alter? Die ist nicht mehr normal. Okay, der Delfin hier hat nicht mehr so viel Leben. Oh. Das habe ich auf Level 2 auf Versehen verzaubert. Das wollte ich jetzt nicht. So, das wollte ich. Dann eine Werkbank hier schnell hin. Ist schon okay. Nein. Scheiße. Der hat viel eine bessere Ausrüstung als wir. Aber wir kommen dann von oben einfach. Aber erstmal Essen craften. Schnell. Was essen hier? Alter, ich bin gerade so aufgeregt. Oh, der ist nämlich fast tot, deswegen ist er auch weggelaufen. Das kann ich dann natürlich verstehen. So, jetzt haben wir eine bessere Brust. Oh, das ist toll. Oh, den Bogenschützen, ne? Diesen Teddy mein. Den hätte ich jetzt so gerne geholt. 3 Herzen hat er nämlich noch. Ich glaube, den könnte ich sogar noch kriegen. So, ja, den habe ich jetzt auch noch bekommen. Und ich bin nur aus dem Grund zu ihm gegangen, eben weil ich es wusste,
dass er nicht, dass er keine gute Ausrüstung hat. Und das ist was, wo ich sage, deswegen mag ich dieses Kit auch so sehr, weil man dadurch einfach weiß und man abgesichert ist, ja, okay, ich weiß, er hat noch so und so viel Leben, oder man weiß es eben nicht. Und ich weiß es durch dieses Kit und deshalb mag ich dieses Kit ganz gerne. So, die Spinnennetze, mit denen könnten wir auch mal was Tolles machen, finde ich. 42 Blöcke, okay, da vorne. Der ist jetzt nicht so okay ausgerüstet, aber bei uns laggt es extremst. Was ist nur mit meinen Frames hier los? Okay, ich denke, er ist high. Okay, nee, er war doch kein High. Alter! Deine Mutter... Alter. Moment. Was ist hier einfach nur los? Also diese Lags, ne? Die habe ich normalerweise nie. Warum habe ich die jetzt? Das mag ich nicht. Oh, einen Goldapfel. Oh, das freut mich natürlich. Danke. Das freut mich sehr. Nee, hier brauche ich nichts, aber ich habe noch immer kein Diamantschwert. Ich habe geschweige nicht mal Diamanten. Das ist nicht so geil. Und wir können uns aber hier Schuhe machen und noch zwei Äpfel. Das ist gut. Okay, der da vorne hat bessere Ausrüstung als wir. Wir können ihn aber, schätze ich, schon schaffen. Wenn wir uns gut anstellen. Ich esse jetzt einen Goldapfel. Er isst auch einen, okay. Okay, aber der war easy, weil wir ihn so gut erwischt haben. So, zack, zack, zack. Nein, ich will den tollen Helm haben. Okay, danke. Und wir haben ja auch einen Goldapfel gegessen. Von dem her war das ganz fair. Und wir hatten aber auch noch ein verzaubertes Schwert. Das müssen wir auch dazu sagen. Das ist besser als ein normales Dia-Schwert. Von dem her waren wir schon ein bisschen im Vorteil. Aber mal gucken. Es leben nur noch ich und das Lappen HD. Bester Name übrigens. wir haben zwei Goldäpfel. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn er jetzt keinen OP-Apfel oder irgendwie so etwas hat. Ich werde die auf jeden Fall einsetzen. Und mal gucken, mal gucken, mal gucken. Weil ich denke mir dann immer so, oh scheiße, ja, das ist doch ein OP-Apfel und so weiter. Und dann bilde ich mir drauf was ein und denke mir so, oh ja, nur weil ich jetzt einen goldenen Apfel habe, bin ich unbesiegbar. Lalalala. Und dann, man kann trotzdem sterben, ne? Wie ihr gesehen habt, der hat ja auch einen gegessen. Und wir haben ihn trotzdem noch besiegt. Ich sehe ihn da vorne schon. Er sieht uns aber nicht. Deswegen gehe ich jetzt auf ihn los. Von hinten. Er hat den First Hit gemacht. Es laggt wie Scheiße. Was soll die Scheiße hier? Oh, wir haben ihn aber trotzdem noch gut besiegt. GG. Alter, diese... Leute, ich hasse diese Lags. Ne? Das ist unnormal. Warum? Ich hab... Teilweise denke ich mir so, was ist nur los? Aber, wisst ihr, normalerweise, ich nehme so Millionen von Runden auf. Die laufen alle extrem scheiße. Und wow, dann läuft die Aufnahme so flüssig. Und dann nehme ich so eine Runde auf, die eigentlich richtig gut läuft. Und dann... Jetzt muss ich einmal richtig laggen, aber ich würde sagen, das war eine richtig coole Runde. Ich habe die Leute trotz Lags besiegt. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Konstruktive Kritik und Kommentare könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Das freut mich einmal ganz sehr. Und ja, wie gesagt, Last Team Standing kommt heute entweder etwas später oder gar nicht, da gestern die Last Team Standing Server down waren. Und ja, ich würde sagen, das war's. Haut rein und tschaußen.